Oh ja, ich muss mal. Oh, wir fangen mal direkt damit an. Wir gehen da direkt rein mit dem Schalke-Talk. Ich muss mal nämlich erstmal mit einer Sache anfangen, die ich heute schon den ganzen Tag lese. Und das ist so süß irgendwie. Ich will überhaupt nicht toxisch rüberkommen. Aber klar, es war ein Derby. Und Schalke, der klare Underdog. Aber was genau war jetzt so krass an einem Unentschieden? Dortmunds halbe Startelf war verletzt. Und Schalke hat durch ein Glück ein Unentschieden geschafft. Klar, es ist das Derby. Und deswegen auch Glückwunsch. Aber als neutraler Mensch denke ich mir halt, der eine Punkt hilft Schalke überhaupt nicht weiter. Bitte korrigiert mich, falls ich hier Dreck labere. Ja, eigentlich hast du dir die Frage selber beantwortet. Da muss ich jetzt mal, wir müssen jetzt mal rein. Wir gehen jetzt mal rein. So, also. Wo fangen wir da mal an? Ich finde das super geil, Digga. Ich finde das, ich kann da jetzt, soll ich da jetzt eigentlich sachlich drauf eingehen oder mich eigentlich drüber lustig machen? Ich finde es so unfassbar, unfassbar geil und einfach so schön zu sehen, wie krass die Dortmunder einfach getroffene Hunde sind. Weil getroffene Hunde bellen und die Dortmunder sind so laut am Bellen. Wow! Wow, sind die am Bellen. Oh, wie kann man sich über ein Unentschieden freuen. Oh, mit Glück. Und oh, bei uns waren alle verletzt. Und oh, wie man sich darüber freuen kann. Digga, heul mir einen Fluss. Heul mir einen Fluss, Digga. Ist mir doch so scheißegal. Digga, habt ihr mal auf den Tacho geguckt? Also, nur mal ganz kurz. Ausgangssituation. Ja? Ausgangssituation dieses Spiels. Da spielt der Tabellen 17. zu Hause gegen den Tabellen 2. Zwischen den beiden Mannschaften liegen 30 Punkte. Der Topverdiener beim FC Gelsenkirchen Schalke 1904 ist, wie man so hört, Simon Terodde mit so einem Jahresgehalt von knapp 1,5 Millionen Euro. Du, bei Dortmund hast du 3 Spieler, die mehr als 10 Millionen verdienen. Der Kader ist, glaube ich, laut Transfermarkt.de, wenn wir uns das mal zusammenrechnen, so ungefähr das 20-fache wert. Du liegst zweimal zurück in so einem Spiel, kommst zweimal zurück, machst zweimal den Ausgleich, das letzte Tor kurz vor Schluss. Du, ich kann dir gar nicht beantworten, warum wir uns hier gefreut haben. Kann ich dir nicht beantworten, Digga. Also, natürlich, um jetzt mal ein bisschen Diplomatie hier reinzubringen, natürlich nicht alle Dortmunder, natürlich, wir generalisieren nicht, wir scheren sie nicht über einen Kamm, aber Borussia Dortmund, Teile der Fans haben sich mit dieser Derby-Niederlage wieder einfach mal als die größten Heulsusen des deutschen Fußballs entlarvt. Und ich sag's jetzt so, wie es ist, ohne Scheiß, es gibt wirklich eine hohe Prozentzahl an Dortmundern, die einfach Heulsusen sind. Ohne Scheiß sind einfach Heulsusen. Alles, was ich von Dortmund immer höre, ist, oh, wie kann man sich da freuen, oh, wie kann man hier, oh, aber die bösen Bayern, die sind so für, und oh, aber hier, und oh, Bruder, die weinen immer so viel. Also, keine Ahnung, mein Verein, ja, ich habe letzte Woche, den ersten Auswärtssieg seit über 4 Jahren Bundesliga wieder gesehen, und ich habe das Gefühl, ich habe in den letzten 4 Jahren weniger geheult als 80% der Dortmund-Fans, mit denen ich mich heute den ganzen Tag rumschlagen musste, die wirklich nichts anderes können, außer mi in ihre Tastaturen zu tippen. Ey, das ist ja der absolute Wahnsinn. Inbegriff von Wasser predigen und Wein saufen. Bruder, die Dortmunder haben beim 2-2 gegen die Bayern in der Hinrunde das Ding gefeiert, als hätten die gerade das Sechstupel gewonnen. Die Spieler haben ihre Familien mit auf den Platz genommen. Die haben da 4 Ehrenrunden gedreht. Bruder, wen wollt ihr f***en, Alter? Was wollt ihr von mir? Haltet mal eure Fresse. Was ist denn los mit euch? Was wollt ihr, Digga? Also, halten wir es mal fest. Ich als Schalke-Fan, okay? Mein Verein hat vor ungefähr 7 Monaten noch in der 90. Minute auswärts in Sandhausen gewonnen, um aufzusteigen. Und euer Verein hat vor 4 Tagen noch Champions League gespielt, hat einen Spieler im Kader, der wahrscheinlich im Sommer für 150 Millionen Euro über die Ladentheke geht und damit wahrscheinlich 8-mal so viel wert ist wie alle unsere Spieler zusammen. Ich sag sogar 10-mal. Und dann willst du mir sagen, ich soll mich nicht so freuen, wenn ich im Derby 2-mal hinten lieg, Dortmund sogar zwischenzeitlich verdientermaßen, die hätten 3-4-1 führen können, wenn ich dann noch irgendwie mit Glück
zu einem 2-2 kommen? Ja, Bruder. Am besten demnächst, lass uns alle nach Amerika auswandern. Fußball mit diesen Klatschpappen. Da sehe ich uns. Wenn Torfeld einfach nur noch... Da sehe ich uns, Digga. Aber ey. Dann bitte, liebe Dortmunder, nicht im gleichen Atemzug über die bösen Hoffenheims und RB Leipzig rumheulen. Denn Traditionsvereine auf Platz 17 darf man sich ja nicht mehr über Derby-Erfolge freuen. Das haben wir jetzt gelernt. Bitte keine Stimmung mehr machen, bitte nicht mehr freuen. Und auch wenn dein Verein auf dem Abstiegsplatz steht, darfst du ihn eigentlich nicht supporten. Eigentlich musst du ihn auspfeifen oder so. Aber das habe ich auf jeden Fall gelernt. Das habe ich, auf jeden Fall in den letzten, wie lange ist denn das Ding her? 24 Stunden! In den letzten 24 Stunden habe ich das gelernt. Wir wollen alle Traditionsvereine, aber Support auf einem Abstiegsplatz ist dann irgendwie doch uncool. Demnächst am besten anfangen zu weinen, wenn man nicht gewinnt. Und eigentlich darf man sich erst freuen ab Platz 13. Nehme ich mit für die Zukunft. Und ey, was soll ich euch zum Spiel erzählen? Henning Matriciani ist der GOAT. Henning Matriciani ist der GOAT. Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Tom Kraus, ich würde Kenan Karaman, krass, Digga, hab vor 2 Wochen nicht gewusst, dass er noch bei uns im Verein spielt. Ja, auf einmal ist er irgendwie, keine Ahnung, er ist auf einmal deutsch-türkische Prime R9 geworden. Und das ist tatsächlich geil. Also, das muss man mal Real Talk sagen. Ich weiß nicht, bei wem das auch so war. Aber. Als Kenan Karaman eingewechselt worden ist. Also wirklich alle um mich herum haben gesagt, boah, wie kann man den einwechseln? Alter, jetzt spielen wir zu 10. Das Ding ist verloren. Linke Hand heben, wer da mit dabei war und das auch gesagt hat. Rechte Hand heben, wer es am lautesten vom ganzen Block gerufen hat. Digga, ist das geil. Digga, er kommt rein. Ich schwör's euch. Kenan Karaman hatte gefühlt in dieser ganzen Saison 5 Ballkontakte. Und denke, auf einmal wird er zum Derby. Ich schwör's euch, dieser Fußball ist verrückt. Dieser Fußball ist verrückt. Ich habe Real Talk die ganze Zeit daran geglaubt, dass sie drin bleibt. Klar ist noch nichts entschieden. Ja, also das Ding ist, ich kann euch sagen, warum. Jetzt lass uns mal wirklich über Schalke diskutieren. Jetzt haben wir haben ein bisschen hier, ne? Bisschen Feuer gelegt. For real. Dieses Derby, ohne Scheiß jetzt, dieses 2-2, das könnte für den Rest der Saison, das könnte das Spiel sein, wo du am Ende der Saison sagst, das war das entscheidende Ding, warum wir drin geblieben sind. Das war der entscheidende Punkt, das war das entscheidende Spiel. Weil das ist ein mental so unfassbar wertvoller Push, dass du wieder nicht verloren hast, dass du seit 7 Spielen ungeschlagen bist. Du reitest immer noch auf dieser Welle mit, dass du in der Rückrunde noch kein einziges Spiel verloren hast. Und du hast es, ne, du hattest ja jetzt auch 1-2 leichtere Gegner dabei, ne, also sowas wie Bochum oder Stuttgart, die halt auch mit unten drin stehen. Aber du hast es jetzt gegen den Tabellenzweiten in einem Derby, wo du 2-mal hinten gelegen gemacht hast. Also wenn das nicht das Maximum an Zeitpunkt für einen Charaktertest ist, dann weiß ich auch nicht. Vor allem, ne, wir träumen jetzt mal alle so ein bisschen. Was passiert denn, wenn die jetzt auf einmal nächste Woche gewinnen? Dann bist du auf einmal bei 8 Spielen. Also ich habe das lange, lange Zeit für unmöglich gehalten, als so vor 5-6 Wochen die ersten Leute angefangen haben, kurz nach der Winterpause irgendwie sowas zu sagen. Also viele haben ja so gesagt, ja, wir müssen jetzt eine Serie wie Mainz starten. Und ich habe immer gesagt, so Bro, 10 von 10 unrealistisch. Wie willst du so eine Serie starten wie die vor 2 Jahren, als sie irgendwie nach der Hinrunde 7 Punkte hatten? Aber ich glaube gerade zu 100% daran, dass Schalke drin bleibt. Also die Chancen sind komplett da. Weil, und jetzt gebe ich euch den Punkt, das kann sich alles noch ändern. Hoffenheim hat von all den Mannschaften, von den 4, 5, die da unten drin stehen, mit Abstand den besten Kader. Aber für mich aktuell, Hoffenheim jetzt gerade zu 95% abgestiegen. Weil die haben das mentale Ding genau umgekehrt. Hoffenheim, 1-1 ähnliche Situation wie Schalke vor 2 Jahren. Die sind mental tot
und da passieren dir Sachen und du kriegst Gegentore zu Zeitpunkten nach 3 Minuten, in der 90. Minute, in der 95. Minute. Du hast im Oktober dein letztes Spiel gewonnen. Die sind psychisch kaputt. Bei Hoffenheim ist es mittlerweile so, die kriegen ein Gegentor, die denken sich, ach du Scheiße, jetzt geht's schon wieder von vor. Oh, Digga, wir haben seit 4-5 Monaten nicht gewonnen. Oh mein Gott, boah, wenn ich jetzt den Fehlpass spiele, dass wir schon wieder verlieren. Hoffenheim ist komplett tot, was die Mentalität angeht. Ne? Und bei Schalke ist es eben genau andersrum. Du gewinnst oder du verlierst 3, 4, 5, 6 Spiele am Stück nicht. Jetzt hast du mittlerweile drin, ey, selbst wenn wir hinten liegen, wir haben es gegen Dortmund gepackt. Was passiert denn, wenn die rein theoretisch nächste Woche gewinnen? Wie gesagt, alles Theorie, ich will dir nichts jinxen. Bei 8 Spielen ohne Niederlage sind, plus das erste Mal seit 1724 nicht mehr auf dem Abstiegsplatz stehen. Was meinst du, was dann in den Köpfen los ist? Im positiven Sinne. Also wir brauchen nicht darüber reden, ne? Schalke wird in der Hinrunde auch nochmal ein Spiel verlieren. Wahrscheinlich wird Schalke auch in der Hinrunde nochmal bei dem ein oder anderen Spiel komplett unter die Räder kommen. Ja, das wird passieren. Wir spielen noch auswärts in München. Kann sein, dass wir uns da 5, 6 Dinger fangen. Also wir brauchen jetzt nicht darüber reden, dass Schalke jetzt, habe ich in Runde gesagt, Rückrunde. Wir brauchen jetzt nicht darüber reden, dass Schalke hier auf einmal irgendwie Europa League Qualität hat und in der Rückrunde kein einziges Spiel verlieren wird. Aber was ich sagen will, mein Punkt ist, je länger so eine Serie geht, desto schwieriger ist es, diese Serie zu schlagen. Und das ist gerade Schalkes kompletter Pluspunkt. Weil in der Hinrunde hatten die einen Negativlauf, wo die Spiele verloren haben, wo sie eigentlich besser waren. Oder Spiele nicht gewonnen haben, wo sie eigentlich besser waren. Jetzt haben die einen Lauf, wo die einfach durch diese mentale Stärke sich auch teilweise so ein bisschen Spielglück erarbeiten. Also ganz ehrlich, auswärts in Bochum, in der ersten Halbzeit war wahrscheinlich sogar eher Bochum die bessere Mannschaft. So, aber dann bist du halt in der einen entscheidenden Situation ein bisschen mit 2% mehr Einsatz dabei, mit 2% mehr Leidenschaft, ja, und dann fängt Riemann Flutschfinger. Oder jetzt gegen Dings. Gegen Dortmund gestern. Schalke unter Thomas Reis. Und das finde ich persönlich. Ich muss dir eine absolute Lobeshymne auf Thomas Reis runtersingen. Der hat aus dieser Mannschaft, das was wir jetzt sehen, das ist das absolute Maximum. Es ist unfassbar, was er da rausgeholt hat. Weil ich bleibe dabei, ohne jetzt irgendjemanden schlecht reden zu wollen von Schalke. Und die nehmen ja diese Rolle genau an. Die sind rein von der spielerischen Qualität, also maximal die zweitschlechteste Mannschaft in der ganzen Liga. Rein von der Qualität am Fuß, was Offensivspieler angeht und so weiter und so fort. Da ist ja offensiv nicht viel Qualität oder nicht viel Spielwitz drin. Aber Thomas Reis hat es geschafft, mit seiner Art Fußball zu spielen, wirklich aus allen Spielern die letzten 2% rauszukitzeln. Und das geisteskrank, das siehst du. Ey, ein Henning Matriciani gestern, oder heilige Scheiße, Alter. Der sah auf einmal aus wie ein Spieler, der sagt... Hey, Jude Bellingham, Daniel Mahlen, ihr habt zusammen einen Marktwert von 160 Millionen Euro. In meiner Hosentasche ist neben meinem Schlüssel und meinem Portemonnaie noch ein Platz für euch frei. Das musst du dir mal überlegen. Aber wir brauchen darüber nicht reden. Natürlich sind Bellingham und Mahlen und wie sie alle heißen, alle 300 Millionen Euro besser als Henning Matriciani. Und natürlich ist auch, wenn du einen Direktvergleich machst, Dortmund-Kader, Schalke-Kader, individuell, jeder einzelne Spieler von Dortmund ist besser. Wahrscheinlich sogar gestern mit dieser dezimierten Dortmund-Truppe, wo einige gefehlt haben. Wahrscheinlich ist wirklich individuell jeder Dortmund-Spieler, der gestern auf dem Platz stand, im Direktvergleich besser als jeder Schalke-Spieler. Aber Thomas Reis hat es geschafft, dieser Mannschaft so ein Leben einzuverleiben, so einen Kampfgeist einzuverleiben. Das ist nicht immer fußballerisch Hochglanz, aber wie, in was für einer Intensität die das verteidigen, das ist ja geistkrank. Ich weiß nicht, wer so ein bisschen taktisch unterwegs ist und sich das auch mal ein bisschen anguckt. Übrigens da mal Special Shoutouts an Benny Grund auf Twitter. Bin ich auch Follower, guter Mann. Ed Broski, Einladung kommt irgendwann, mein Lieber. Ich hab dich auf dem Zettel. Digga, weißt du, wie Thomas Reis verteidigt? Einfach, und ich habe da auch mit ein paar Spielern drüber gesprochen, auf dem ganzen Platz Mann gegen Mann. Auf dem ganzen Platz. Also, das ist, ohne zu übertreiben, das ist wie dieser klassische Kreisliga-Spruch. Du bist da irgendein Spieler, keine Ahnung, du bist Rodrigo Salazar. Deine Aufgabe ist es, den Sechser von Dortmund unter Druck zu setzen und anzulaufen. Und dann sagt er wirklich, Rodri, du gehst mit dem bis aufs Klo. Und das macht er 90 Minuten und dann geht er mit dem bis aufs Klo. Das ist geisteskrank. Und das machen die mit allen 10 Feldspielern. Das ist mir gestern auch so krass aufgefallen. Es gab 10... Da hat Moritz Jens, ich weiß gar nicht, wen der gedeckt hat, da habe ich jetzt nicht mehr drauf geachtet, Bilder sind auch mittlerweile ein bisschen verschwommen im Nachhinein, aber da hat Moritz Jens irgendwo an der Außenlinie Mann gegen Mann verteidigt. Das ist geisteskrank.
Geisteskrank. Es ist wirklich ekelhaft, dagegen zu spielen. Was ich sagen muss, und ich warte da seit Jahren drauf, eigentlich, und es war schon immer so ein kleiner Karrieremodus, Wet Dream, aber, also, Dortmund-Fans wahrscheinlich jetzt hier im Chat. So, wir haben jetzt reingetriggert, jetzt reden wir wieder sachlich über Fußball, okay? Warum hat es das Jahr 2023 gebraucht, dass Rafael Guerreiro auf so einer Halbraum-Achterposition spielt? Ich will, dass mir das jetzt mal einer erklärt, weil, dass der Mann technisch wirklich teilweise Weltklasse ist, darüber brauchen wir nicht reden. Aber der Mann ist, ohne zu übertreiben, rein vom defensiven Output der schlechteste Linksverteidiger in der ganzen Liga. Keine Übertreibung, der ist halt kein Verteidiger. Der ist am Ball, aber wirklich, auch das ist keine Übertreibung, der ist am Ball phasenweise auch absolute Weltklasse. Ich finde den überragend, also wieder das zweite Ding da rein nagelt, heilige richtig gut. Und ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber früher kommt man in Karrieremodus, kommt man sich Rafael Guerreiro kaufen, 83er Rating oder so, du kaufst ihn, 30 Millionen, dann hast du ihn umgemodet zum ZM, dauert 2 Wochen, auf einmal hat der 87. Das war immer ein Cheatcode. Auf 88 als ZM mit FIFA 23, das ist so geil. Ist immer noch so. Cheatcode. Ich finde, ey, sorry, ne, und ich sag das jetzt wirklich bei allem Respekt, wehe, irgendeiner dreht mir die Worte im Mund um, aber dann werde ich diesen Clip hier als Gegenbeweis uncut hochladen. Ich lasse alles rund um die Krankheit außen vor. Ich beziehe mich nur aufs Sportliche und ich möchte wirklich gar nicht darüber urteilen. Ich möchte überhaupt keine Ansprüche daran stellen, wie man nach einer Krankheit auftreten muss. Mein Papa hatte selber Krebs, hat den besiegt, hat eine Chemotherapie hinter sich. Ich weiß, wie dreckig das ist. Ich habe das alles hautnah miterlebt. Und ich finde es generell beeindruckend, dass jemand ein halbes, dreiviertel Jahr danach wieder Fußball spielt. Aber ohne das auch nur ansatzweise böse zu meinen, er ist wirklich überhaupt noch nicht da. Und ich meine das wirklich nicht böse. Aber er ist wirklich noch gar nicht da. Da fehlt noch ganz, ganz, ganz viel. Also Alea ist für mich wirklich ein Schatten seiner selbst und da wirklich alle Rivalität beiseite, das tut einem auch so ein bisschen leid, weil Alea ist natürlich ein geiler Stürmer, ne? Also was der bei Ajax Amsterdam gezeigt hat, was der bei Eintracht Frankfurt gezeigt hat, also du siehst wirklich bei dem, dass der körperlich noch gar nicht da ist. Ne? Das muss man halt ehrlicherweise sagen. Das Ding ist, mit Anthony Modest sitzt halt der schlechteste Stürmer nach Davy Selke bei euch auf der Bank und dann hast du halt nichts anderes übrig, als den spielen zu lassen. Weil, also ohne Scheiß, mein rechter Fußnagel, ungeschnitten, ist besser als Anthony Modest. Ich sag's euch so, wie es ist. Ich habe mehr Technik als Anthony Modest. Kein Scheiß jetzt. Der macht bessere Kopfbälle, der hat einen krasseren Körper und vielleicht mehr Ausdauer. Am Ball bin ich besser als Anthony Modest. Real Talk, lass eine Fußball-Challenge aufnehmen. Köln Social Media Team organisiert das. Köln Social Media Team, Dortmund Social Media Team. Ja gut, dann wahrscheinlich nicht. Aber das ist wirklich nichts, ne? Also bei Dortmund, du musst wirklich hoffen und beten, dass Kollege Schnürschuh, Mokoko wieder zurückkommt. Ich weiß gar nicht, wie ist denn das bei dem? Wann kommt denn der zurück? Ach so, übrigens nochmal. Ich möchte nochmal ganz kurz nachtreten, ne? Liebe Dortmund-Fans, jetzt muss ich nochmal nachtreten. Macht zu, macht kurz Sound aus, wenn ihr nicht hören wollt. Aber nochmal zu dem Punkt, wie man sich als Schalke-Fan über so ein Unentschieden freuen kann. Lasst es euch auf der Zunge zergehen. Anthony Modest hat ein kolportiertes Jahresgehalt von ca. 6 Millionen Euro. Der Mann verdient damit 6-mal so viel wie einer unserer Spitzenverdiener. Und alleine das fühlt sich so geil an, Digga. Der wäre halt Real Talk Stammspieler bei euch. Anthony Modest? Ey, don't disrespect the main man and the living legend, the machine, Michi Frei. Hör auf, Bro. Hör auf, ihn zu disrespecten. Das ist frech. Ey, und noch was. Wir müssen zwei Sachen reden. Punkt Nummer 1, das war keine Ironie. Michael Frei ist, Real Talk, ein unfassbares Upgrade zu Simon Terodde. Es tut mir leid, aber wirklich nicht böse gemeint. Die spielerische Komponente, die Michael Frei ins Schalke-Spiel mit reinbringt, ist einfach ein unfassbares Upgrade. Man hat das jetzt sowohl gegen Dortmund als auch gegen Stuttgart gesehen, wie häufig der auf die Flügel ausweicht, sich Bälle holt, Räume freiläuft, kluge Pässe spielt, auch gute Flanken schlägt, gute Bälle in den Strafraum spielt. Das ist ein Upgrade. Den Fußball, und ich möchte gar nicht Simon Terodde die Erstliga-Qualität absprechen. Ich sage nur, den Fußball, den Abstiegskandidaten in der ersten Liga spielen,
ist einfach kein Simon Terodde-Fußball. Ich sag dir ehrlich, ein Simon Terodde, den kannst du wahrscheinlich bei Bayern München vorne reinstellen. Und also es wird nie passieren, weil Bayern München sich nicht Simon Terodde holt. Aber da macht er halt seine Buden. Aber wenn du ein Abstiegskandidat bist, dann machst du selber nicht viel mit dem Ball. Dann kreierst du weniger Chancen. Dann spielst du meistens eher auf Kontersituationen. Und dafür ist Simon Terodde einfach kein Stürmertyp. Und das merkt man einfach an allen Ecken und Kanten. Und deshalb finde ich, ist Michael Frey mit seinem körperlichen als auch spielerischen mit seinem spielerischen Können ein enormes Upgrade. Ja. Das muss man mal wirklich ehrlicherweise sagen. Und lass mich noch ganz kurz überlegen, was ich wollte noch irgendwas sagen. Ah ja, ich muss, soll ich kritisieren? Ja, okay, Rodri, nimm's mir nicht übel, Rodri war gestern nicht so gut. Auch wenn ich ihn sehr mag, ich liebe ihn. Er ist mein Hermano, aber Rodri war gestern wirklich nicht so gut. Hatte das 1-0 auf dem Fuß. Wobei man da ehrlicherweise sagen muss, das ist halt, und ich sag's immer wieder, vielleicht nehme ich ihn auch in Schutz, weil ich mit ihm befreundet bin, aber ohne Spaß, die Aktion von Rodri ist für mich, das beschreibt einfach, ich habe die Brille wirklich auf, aber das beschreibt für mich Salazar in Perfektion, weil das ist einfach bei Schalke der Unterschiedsspieler und du siehst einfach an dem, du könntest es irgendwie simpel machen. Es gäbe super viele Spieler auf Schalke, die sich wahrscheinlich auf dem Weg zum Tor eingeschissen hätten und den Ball irgendwie so halb flach in Richtung Meier gepasst hätten oder am Tor vorbei gepasst hätten, so gefühlt. Wir alle wissen, was wir so für Situationen meinen aus der Hinrunde. Dass ein Salazar den volles Risiko genau in den Winkel zimmern will, das beschreibt ihn einfach. Und ich sag euch ehrlich, ich nehme es ihm nicht übel. Ganz ehrlich, das ist so ein Ding. Beim Aufstieg hat es geklappt, da nimmt er den volles Risiko, nagelt ihn unter die Latte, hat uns damit zurück in die erste Liga geschossen. Da hat es halt nicht funktioniert. Mein Gott. Ey. Mein Gott.